Freunde, willkommen zurück bei Metachemie. Hier ist Vic für euch am Mikrofon. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, denn das ist ein kleines Update-Video für alle Rammstein-Fans. Ich habe euch ja versprochen, mit diesem Kanal seid ihr immer up-to-date, was das Thema betrifft. Rammstein, Till Lindemann und die anstehende Invasion des Imperiums. Gerüchten zufolge hat Rammstein schon 2 Videos aufgenommen zu ihrem neuen Album. Ich habe hier auf diesem Kanal darüber berichtet und über das zweite Video, welches erst im Dezember in Polen gedreht wurde. Darüber gibt es endlich Informationen und die möchte ich mit euch teilen. Ich sag euch, uns erwarten Blut, Brüste und alte Frauen, aber mehr dazu nach dem Intro. Einigen Rammstein-Fans ist was aufgefallen und danke, Silly, dass du mich auch darauf hingewiesen hast. Und naja, aufgrund dieser Information können wir nun herauskristallisieren, was uns im zweiten Rammstein-Video erwarten wird. Damit ihr wisst, woraus wir jetzt diese Information geschlossen haben, folgendermaßen: Das ist der Jörn Heidmann. Er hält sich gerade in einer psychiatrischen Klinik auf in Polen in der Nähe von Warschau. Ihm geht's ganz gut, aber er hat dort ein Video gedreht mit den Worten, hat er das Ganze hier gepostet: Let there be blood, lass da Blut sein. Und wir sehen, das ist eine sehr blutige Angelegenheit. Es scheint also ein düsteres Projekt zu sein, welches er hier in Angriff nimmt. Der Jörn Heidmann ist für viele bekannt, da er schon oft mit Rammstein zusammengearbeitet hat. Hier sehen wir zum Beispiel Clips aus dem Ohne dich Video, Haifisch, Ich will. Zur gleichen Zeit, während Jörn Heidmann sich in dieser Psychiatrie aufgehalten hat und dort seinen Job nachgegangen ist, der wie gesagt oft mit Rammstein zusammenarbeitet, hat sich Rammstein zur gleichen Zeit in Warschau aufgehalten. Es gab jedoch kein offizielles Statement von Rammstein, weshalb sie sich dort in Polen aufgehalten haben. Allerdings kann man eins und eins zusammenrechnen, besonders wenn man sich das anguckt. So weit, also knapp 21 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit Autos, ist es eine halbe Stunde entfernt, liegt diese Psychiatrie von Warschau entfernt. Es ist also sehr naheliegend, dass dort ein Rammstein-Video aufgenommen wurde. Jetzt ist den Fans Folgendes aufgefallen: Es gibt Posts vom Kamet Studio. Das ist ein polnisches, ja, eine polnische Casting-Agentur, so möchte ich das Ganze mal nennen. Die haben Sachen gepostet und aus diesen Posts können wir schließen, ey, das sind Informationen über das neue Rammstein-Video. Die haben das natürlich jetzt nicht so genannt, aber Folgendes. Die Agentur hat Statisten gesucht. Diese Statisten sollten am 20.12. in Warschau erscheinen. Sich zuerst bei den melden, dort gibt es dann die genauen Informationen. Und das ist genau die Zeit, wo Rammstein sich auch in Warschau aufgehalten hat und dort das Video gedreht hat. Eingangs wird erwähnt für eine weltweit bekannte Rockband. Es soll ein Musikvideo gedreht werden. Schaut euch mal das Foto an. Mir ist es auch erst auf den zweiten Blick aufgefallen. Das ist Rammstein. Einige fragen hier in den Post, ey, sucht ihr etwa gerade für Rammstein Statisten? Die haben sich dazu nicht geäußert. Ein paar Tage später gab es weitere Posts mit weiteren Informationen über eben dieses Casting. Folgende Personen wurden gesucht. Und jetzt wird's geil. Ich komme nochmal zurück auf den ersten Post. Wenn man sich das hier durchliest, das hört sich jetzt etwas irre an, aber hier werden Damen gesucht, 60 plus, ja, welche bei dem Rockkonzert abgehen und dann ihre nackigen Brüste zeigen. Ja, fantastisch, oder? Du bist doch der reinste Dreckschwein, der es überhaupt hier gibt. Es gab dann nochmal einen zweiten, einen dritten, einen vierten Post nochmal mit einigen Korrekturen, zum Beispiel Datumkorrektur. Und beim zweiten Post ist Rammstein nicht mehr zu sehen, aber es geht noch um das Casting. Und hier werden sie ein bisschen konkreter und eine Information hat sich geändert, nämlich: Es werden immer noch ältere Damen gesucht, 60 bis 80 Jahre alt, die bei diesem Rockkonzert abgehen und sich unterhalten, also Spaß haben. 130 Zloty gibt es dafür. Dann gibt es Frauen, die die Leute anfeuern, also die Band anfeuert und dabei ihre Brüste zeigt. Gut, jetzt ist die Information, es sind generell irgendwelche Damen, die ihre Brüste zeigen. Ich guck mal gerade, wenn hier schöne Frauen gesucht, kann ich mich noch bewerben, wenn ich meine Haare offen trage. Wer weiß. Hier steht jetzt kein genauer Preis, das wird verhandelt.
Du, für 50 Cent mache ich alles, kein Problem. So, dann wird noch ein Herr gesucht, 70 plus, der bekommt 130 Slotti. Wofür steht jetzt nicht drauf? Vielleicht einfach nur zum Dasein, mache ich. Und ein Herr, 30 bis 40 Jahre alt, der bekommt 400 Slotti, wenn er in die Kamera sein Sixpack zeigt. Ja, hätte ich das ein bisschen früher gesehen, dann hätte ich mich sofort bei Tom von Real Mystery gemeldet und gesagt, ey, die suchen dich oder Captain Unbrauchbar. Ganz nebenbei, Empfehlung an euch, abonniert diese Kanäle. Wer auf Mystery steht, der ist bei Tom, bei Real Mystery genau richtig. Mega unterhaltsam und sehr informativ. Captain Unbrauchbar sind die geilsten Gaming-Streams. Wer einfach mal live dabei sein möchte und ein bisschen Unsinn und Quatsch mit ihnen austauschen möchte, das ist dein Kanal. Naja, zurück zu Rammstein. Bevor wir jetzt anfangen zu spekulieren, was kann das Video bedeuten? Worum geht es dort überhaupt? Haben wir hier einen sehr interessanten Hinweis. Da wird nämlich erzählt, die Damen, die sich bewerben, bewirbt euch bitte natürlich, ohne Schminke, ohne Make-up, so wie ihr seid. Es geht uns darum, die natürliche Schönheit zu zeigen. Ja, interessant. Ja, natürlich sind Brüste immer eine natürliche Schönheit, kommt natürlich drauf an. Ach, egal. Auf jeden Fall, ja, ist jetzt natürlich schwer zu erraten, was uns da erwarten kann. Aber ich möchte jetzt mal ein paar Mutmaßungen in den Raum werfen und bin auf eure Meinung, auf eure Gedanken gespannt. Also ich denke mal, die Frauen, die ihre Brüste zeigen sollen, die werden sich ja auch mit Foto bewerben müssen, so stand es drinne. Da wird schon genau hingeguckt. Sind sie schön? Halbwegs gute Figur? Passt das? Ist es was fürs Auge? So, gut zusammengefasst. Ist das überhaupt was fürs Auge? Und die älteren Damen, die sollen die natürliche Schönheit darstellen. Also gibt es schon mal einen Kontrast von jungen, schönen Frauen und den älteren Damen. Wir haben einen Statisten, einen männlichen Statisten, 70 plus, sowie einen weiteren männlichen Statisten, der jung und ja, gut durchtrainiert ist. Und der dritte Kontrast ist, wir haben eine düstere, dunkle Psychiatrie mit blutverschmierten Wänden, sowie ein Metal-Konzert, wo die Leute Spaß haben und ja, ihre Freude miteinander teilen, indem sie tanzen und abfeiern. Das heißt, wir haben diese Kontraste. Und wenn die schon hinschreiben, liebe Damen, 60 plus, 70 plus, schminkt euch nicht. Zeigt uns, wie ihr seid. Zeigt uns eure natürliche Schönheit. Die wollen wir in den Vordergrund stellen. Dann wird das Video wahrscheinlich auch das Thema Schönheit bearbeiten. Es werden junge Frauen dargestellt. Vielleicht sind diese jungen Frauen, die ihre Brüste zeigen, später im Video in einer anderen Zeitlinie die älteren Damen. Und vielleicht geht es auch um eine ältere Dame, die sich ausschließlich über ihr Aussehen definiert hat und diese Schönheit im Alter vielleicht verloren hat und sich deswegen in diesem Körper gefangen fühlt. Und hier kommen wir zu dieser Psychiatrie, die blutverschmiert ist und so weiter. Vielleicht spielt die Psychiatrie keine physische Rolle, sondern arbeitet auf einer Metaebene, nämlich sie ist in sich gefangen. Und dann wird eine Frau in dieser Psychiatrie gezeigt. Sie ist in sich gefangen, die Wände sind blutverschmiert und so weiter und so fort. Sie kommt aus ihrem Körper nicht mehr raus, aus diesem Körper, mit dem sie sich nicht mehr identifizieren kann, weil sie alt und vielleicht gebrechlich geworden ist. Aber das Video soll die Moralkeule herausziehen und sagen, ey, nein, die wahre Schönheit, die ist immer noch in dem Menschen zu erkennen. Ihr merkt schon, es ist wirklich schwer, diese Puzzleteile zusammenzufügen. Deswegen bin ich extrem gespannt, was ihr dazu sagt und wie ihr diese Puzzleteile zusammenfügt. Welches Bild seht ihr, besser gesagt, welches Video mit welcher Geschichte seht ihr? Und textlich? Wird es textlich dazu passen? Worum kann es gehen? Also haut fleißig in die Tastatur rein und vergesst nicht, ein Abo zu hinterlassen, wenn ihr up to date bleiben wollt. Ich werde euch weiterhin über das Thema auf dem Laufenden halten und danke nochmal, Silly, für diese ganzen Infos. Mega geil, danke. Eine kleine Info habe ich noch. Das war ein Statuspost bei Till Lindemann. Till Lindemann hat in einer Sauna ein neues Video aufgenommen. Wir wissen noch nicht, ob es ein Musikvideo wird oder nicht, aber gut. Ich glaube, hier ist es doch ziemlich eindeutig, was uns dort erwarten wird. Und ich freue mich riesig auf das Video.
Und angeblich hat der Direktor des Bolschoi-Zirkus gesagt, ey, das Video mit Till Lindemann, das wird dieses Jahr und bald veröffentlicht. Ich habe dazu jetzt noch keine genaueren Informationen gefunden, aber lassen wir uns mal überraschen. Hier seht ihr noch zwei weitere Videos von mir. Oder besser gesagt, wir hauen hier ein paar Playlisten rein, dann könnt ihr mal durchstöbern. Unter anderem findet ihr auch eine Interpretation des Till Lindemann-Videos mit Saas.